Aber das mit dem Erfolg ist halt nicht so einfach. Also er wird in Nischni Tagil an den Ablauf gehen. So, jetzt gilt's. Wenn's losgehen würde. Jetzt ist grün, also jetzt gilt's, oben durchzutauchen, Sprung schnell zu machen. Matthias Supern hat noch ein bisschen gewartet. Ja. So, also, geht's in Richtung zweiten Durchgang oder geht's nicht? Ja, im Bereich vom Kalkulationspunkt, also wird Domen Brioz von bleiben. 123 Meter, kann er sich vielleicht leise Hoffnungen machen. Gestern in der ersten Gruppe gestartet. Ah, schöne Bilder. Ne? Deshalb, oder auch, das sind Einstellungen, die Assoziation Adler ist hier naheliegend. Ja. Und es ist ja auch über Nacht noch diese HD-Kamera im Auslauf angebracht worden, dass man heute auch die Athleten ja fast ins Gesicht schauen kann. Schöne Bilder eingefangen von Thomas Strobel, der die internationale Regie hier inne hat. So, Jakub Janda, mittlerweile auch 37 Jahre alt, aber er sagt, ja, und der springt eigentlich die gleiche Technik, die er immer gesprungen ist. Und er sagt, vom Kraftpotenzial und so weiter, das stimmt alles. Und es sind die berühmten Kleinigkeiten, die bei mir entscheidend sind, ja, wie eigentlich bei allen Springern. Ja, der war gut auf der Kante, Jakub Janda. Kommt ja nach wie vor aus Frenzland.